Auch in dieser Rolle scheint der Verteidigungsminister aufzugehen, als freigebiger König der Grünkohlhauptstadt Oldenburg. Man könnte meinen, er genießt es geradezu. Eine offene Kutsche, lauter nette Menschen, das ist kein Termin wie jeder andere. Seine Lässigkeit beeindruckt in Oldenburg. Ich fand das total nett, dass sie da mit, weiß nicht, 7, 8 Leuten zu Fuß hierher gekommen sind und das mit der offenen Kutsche. Ist vielleicht nicht umsonst der beliebteste Politiker Deutschlands. Dass ein Spitzenpolitiker heute Ehrengast ist, spielt für die meisten Umzugsteilnehmer hingegen keine Rolle. 2 Stunden vorher treffen sich alle zur Aufstellung. Einmal im Jahr wird der Trecker auf Hochglanz poliert und dann wird gefeiert. Das 4-Sterne-Team aus Hatten-Strekermoor hat wochenlang an seinem Wagen gebaut. Eine fahrende Skihütte für den Verein, der aus einem Freundeskreis entstanden ist. Wir fahren ja die anderen Wochenenden vorher meistens schon auf den Dörfern mit, auf den Ernteumzügen mit. Und dass man da mit den ganzen Leuten aus den anderen Orten zusammenkommt und dieses Gemeinschaftsgefühl entwickelt, das ist so ein bisschen der Antrieb für die Gruppe. Und wir laden dann bei unserem Wagen gerne noch ein paar Freunde mit dazu ein, dass wir den voll kriegen. Und als Highlight fährt man dann eigentlich im Oldenburger Krammermarkt dann auch noch mal eben die Runde mit. Seit ein paar Jahren ist das 4-Sterne-Team fester Bestandteil auf dem Krammermarktsumzug und sorgt für Stimmung. Obwohl man sich nicht unbedingt sehr gut kennt, ist die Stimmung immer mega. Also. Ist halt eine gemeinschaftliche Gruppe, also ja, unterschiedliche Freundeskreise, die halt zusammentreffen. Und das ist halt das Schöne daran. Fast 120 Umzugsgruppen wandern heute um die Fußgängerzone zum Marktgelände. Das dauert eine ganze Weile, der Verkehr muss woanders lang. Nur Oma darf im Hühnerstall Motorrad fahren und Kamelle findet man heute überall auf der Straße. Sehr schön, Wetter passt auch, ist gut. Kamelle hat das 4-Sterne-Team heute eimerweise dabei und nicht nur die. Ich freue mich immer wieder, die glücklichen Kinder dabei zu sehen. Vor allen Dingen, ich schmeiße auch ganz oft nicht unbedingt Süßigkeiten, sondern irgendwelche Spenden, zum Beispiel von Apotheken. Auch gerne Taschentücher oder Spielsachen. Man weiß ja mittlerweile selber, die Eltern wollen nicht unbedingt immer Zucker den Kindern geben. Und die Augen, auch wenn die was anderes kriegen, freuen die sich sehr, sehr drüber. Macht so Spaß, mit den Leuten zu sehen, wie die sich freuen. Ansonsten läuft die Party. Auf der Ehrentribüne geht es etwas gesitteter zu. Und der Staatsmann nimmt aus Oldenburg sogar noch was mit. Ich verstehe jetzt, warum es die 5. Jahreszeit ist, aber noch besser und noch mehr verstehe ich, was das für die Oldenburger und der Umgebung bedeutet, dass hier alle zusammenkommen, die was für das gemeinsame Zusammenleben beitragen, die andere unterstützen, die Spaß miteinander haben, die helfen, wo sie können und die an so einem Tag alle mal, wie soll ich sagen, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Und ich finde, das ist großartig, weil es unsere Gemeinschaft, unsere Art zu leben einfach ausmacht. Bis zum 6. Oktober läuft der Kramermarkt in Oldenburg.